Spart uns ein wenig Stress. Dann sollten wir halt auch die Kanone nehmen, wo wir das Tor dann mit anvisieren können. Hier, baller einfach ein bisschen drauf. Scheint sie aber tatsächlich nichts getan zu haben. Ich glaube, von der anderen Kanone aus treffen wir das Tor nicht. Na doch, das könnte sogar auch noch gehen. Gehen wir mal gucken. Vielleicht hat es ja funktioniert. Sieht aber immer noch sehr zu aus, das Ganze hier. Ja. Das hat leider nicht viel gebracht. Gut, vielleicht machen wir das dann ein anderes Mal. Erstmal zum Schiff, dann gehen wir jetzt nach Caldera. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Oder nee, erstmal die Schwertküste, genau. Caldera müssen wir nicht mehr hin. Verpeilt. Ich denke, da können wir auch noch ein paar Gargoyles wegschnetzeln dann. Diesmal dann wieder zusammen mit Patty. Oder überhaupt mal zusammen mit Patty. Ja, mal nicht so schön hier. Komm mit. Gut. Ich glaube, dann penne ich noch mal eine Runde. Das Wetter schöner ist. Ja, zumindest ist jetzt hell. Gewittert zwar noch, aber es ist hell. So, das dürfte dann direkt beim Piratenturm sein. Hi. Schon? Gut, dann in die andere Richtung. Guck mal, wo dann eine alte Truhe ist. Wahrscheinlich ja. Ah ja, da unten dann. Ah, gibt noch ein paar von den Feuerviechern. So, dann hätten wir es doch mal eine Feder, hätten wir es gar nicht kaufen brauchen, aber
Ah, ich habe vergessen, mit Dings zu reden. Mit unserem Freund Eldrick. Wegen den Gargoyles und so. Das war jetzt nicht unbedingt notwendig, aber... Ja, ja, ich habe schon gefunden, danke. Das unauffällige Kreuz markiert mir den Weg. Ja, bin mal gespannt. Was haben wir da drin? Gyrock, Tagebusseite Nummer 3 und Gold. Er hat sich wirklich große Mühe gemacht, diese ganzen Hinweise zu verstecken. Tja, dann gehen wir doch mal hier rein. Mal schauen, was es mit diesem Tempel auf sich hat. Packen wir noch ein Idol drauf. Können wir dann ja wieder mitnehmen. Ich helfe dir. Okay. Oh. Gut gemacht. Jadestein, Statuetten, Teller. Gut, nehmen wir alles mal mit. Wenn ihr halt so seltsames Zeug anbietet, kann ich ja auch nichts dafür. Generell Zeug anbieten. Na, Patty, nochmal rechtzeitig rausgekommen. Du weißt doch, ein bisschen Verlust ist immer. So, hier wird es dann wohl ähnlich abgehen. Ah, ne, wir können uns hier von ein Idol nehmen. Oh, ja, auch schön. Der Schamane der Shaganungi sperrte all die Gedanken der Verstorbenen in die Flasche. Solange sie geschlossen bliebe, würden alle nachfolgenden Generationen von ihrer Weisheit profitieren. Sollte sie jedoch geöffnet werden, würde der Zorn der Toten über sie hereinbrechen. Die Flasche habe ich bereits. Mhm. Die haben wir schon gefunden. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, das Idol zu holen und dann da durchzukommen. Von daher lassen wir das mal. Kann man halt nichts machen. Schauen wir uns hier nochmal um. Okay, hier kommen wir nicht weiter, zumindest nicht in unserer jetzigen Form. Gut, dann gehen wir gerade mal nochmal ans Schiff. Reden mit Eldrick und dann haben wir noch ein paar Gargoyles platt hier. Ein Ruderboot. Wenn vorhanden. Das ist die Schwertküste. Was sagst du dazu? Ein riesiges Areal. Ohne Hilfe wird es schwer, die Gargoyles zu finden. Wen könnten wir hier um Rat fragen? Das hier ist Charnys Heimat. Sie kennt die Gargoyles jetzt auch und kann uns bestimmt helfen. Gute Idee. Versuch es. Okay, dann fragen wir doch mal nach. Die Dame? Wo könnten sich die Gargoyles an der Schwertküste eingenistet haben? Großes Land mit vielen Winkeln und Verstecken. Doch Gargoyles lieben es, weit oben zu leben. Ich zeig dir auf der Karte die besten Stellen dafür, die ich kenne. Vielen Dank. Das wird helfen. Gut, dann gucken wir doch mal. Also ich glaube, da wären wir auch allein drauf gekommen. Patty rennt ihn uns noch nach. Ich hoffe es doch mal. Dann schauen wir mal. Logbuch.
Warn. 6 Gargoyles insgesamt. Okay. Okay, da und da. Alles klar. Kriegen wir hoffentlich hin. Darüber vielleicht erst. Also wir können mal unser ganzes Fleisch nochmal braten. Immerhin etwas. Hi. Na, nicht Shani. Dings ist wohl nicht mehr dabei. Paddy. Dann müssen wir jetzt wohl doch ohne sie auskommen. Karte hier jetzt nach. Nach rechts. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht in dem Gebiet. Sonst wäre da vermutlich kein Klee. Kommt das hin? Ja, ich glaube schon. Ja, und so sehen wir auch noch ein paar Ecken der Insel, die wir sonst wahrscheinlich übersehen hätten. Na? Okay, darunter schätze ich mal. Und dann dem Weg folgen, der hier so vorbeiführt. Dieser Weg führt nach oben. Die Affen lasse ich gerade mal. Die stören ja nicht großartig. Der schon. Darüber. Na, du Dürrer. Na komm. Lass mich doch mal angreifen, dankeschön. Hey, wo willst du hin? Ich möchte nur mit dir noch reden. So, komm her. Meine Güte. Das ist alles für eine läppische Axt. Herr Dürer? Ah, guck mal. Ein Jaguar. Haben wir schon mal ein Jaguar-Herz? Das ist auch schon mal viel wert. So, da hüpfen sie weiter. Frohgemut durch die Gegend. So, geht doch. Ich denke, so einigermaßen habe ich es mittlerweile raus. Mit den Kollegen hier. Die Herren. Los, beachte mich.
und mein Schwert, das in dir drin steckt. So, können wir noch ein paar Eier mitnehmen. Mal gucken, was hier noch so rumliegt. Zumindest noch eine Blutwurzel. Und eine Tempelruine. Und Heldenkraut. Okay, dort kommen wir allerdings nicht rein. Ich glaube, da wird auch nichts drin sein. Ah, aber Geld. Gut, hätten wir das, dann gehen wir uns die anderen Karten noch schnappen. Und dann schauen wir mal weiter. Wo waren die denn nochmal? Ach, die waren... Ja, geht glaube ich schnell, wenn ich dann nochmal hier hinreise und dann einfach nach unten gehe. Da runter, da. Gut. Oder zumindest mal in die Richtung. Aber auch das wird dann wahrscheinlich eine Ecke sein, wo ich noch nicht war vorher. Oh, guck mal da. Ja, ja. Klappe halten, sterb. Ach stimmt, die geben Augen. Okay, aber ich weiß, ob wir nochmal großartig irgendjemanden beschwören müssen. Darüber und dann da hinten wohl irgendwo. So ein schöner Wasserfall. Hat man auch nicht überall. Du. So, geh mal kaputt. Danke. Ich schätze, wir müssen dann hier hochklettern, oder? Jawohl. Sieht mir mal so aus. Ja, die Viecher scheinen doch einigermaßen zu respawnen. Weil hier war auf jeden Fall schon. So, Ruhe da unten. Den billigen Plätzen. Weil dieses Abhalten vom Angreifen hier kann ich ja gar nicht haben. Vielleicht können wir da hoch. Das könnte eventuell ja was werden. Nicht so wirklich. Ich glaube, dann gehe ich einfach mal hier außen rum. Außen rum. Innen Schokolade. Kennt man ja von Süßigkeiten. Ich habe mich ja, glaube ich, komplett verlaufen. Ich habe ja komplett den falschen Weg gewählt. Auf ein neues. Ich denke, das geht so schneller. Hier runter und dann, ja, direkt mal hier. Süden ist aber auch nicht so. Das war doch, ist es. Ja, so Südosten. Aber ich denke, die sind halt da oben. Ah ja, und da muss ich. Na, ich bin ja auch ein. Hirsch. Muss doch hier oben rum.
Dann können wir aber noch gerade eine Runde Dings braten. Fleisch. Schauen wir wieder probieren. Dann gehen wir jetzt einfach nochmal hier rüber und gucken, ob wir da über den See irgendwie drüber kommen. Beziehungsweise Fluss passt ja wohl besser. So, das sieht glaube ich gut aus. Genau, da wollte ich hin. Sehr schön. Haben wir auch einen Feuervogel. Drei Feuervögel. So, weg, ausholen lassen, sterben. Passt. Wie gesagt, das ist halt so eine eigene Art von Gothic, Schrägstrich Risen. Am Anfang, die Gegner sind halt noch sauschwer. Und später werden sie immer einfacher. So, dann sollten wir jetzt, glaube ich, darüber laufen und dann, uns mal mit den Viechern hier auseinandersetzen. Wo läufst du hin? Ah, guck mal. Wer hat euch denn gerufen? Nerv nicht. So. Das hat doch gesessen. Relativ viele Sandteufel hier. Nummer 2 direkt, das ist nett. Das ging schon mal ganz gut. Ich glaube, die können ja auch nicht blocken. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, da bewacht jemand die Eier. Schlag zu. Na, Steuerung funktioniert doch mal. Ja, hier, hau. Danke. Nochmal. Danke. Dann auf den Gargoyle. Ausweichen. Naja. Ich habe schon bessere Reaktionsfähigkeiten oder bessere Gehirnsteuerung gesehen, aber ist halt immer so eine Sache. Ist halt ärgerlich, wenn wir eigentlich was drücken, dann halt erst Sekunden später oder gar keine Reaktion darauf kommt und das ist dann natürlich immer ärgerlich, wenn es dann an so Dingen scheitert. Aber gut, da hätten wir das jetzt soweit erledigt. Das ist ja schon mal schön. Haben wir hier noch irgendwas vergraben, hingelegt oder irgendwas? Scheint mir nicht mehr. Gut, dann können wir wirklich jetzt aufs Schiff nochmal zurück. Sonst haben wir hier, soweit ich weiß, nichts zu erledigen. Patty, hast du noch was zu sagen? Ich habe in der Tempelruine eine weitere Tagebuchseite gefunden. Endlich. Was schreibt er? Hier ist ein weiterer Hinweis auf eine Falle. Wir kommen der Sache immer ein Stück näher. Kommt mir bekannt vor. Mhm. Wir haben jetzt alle Tagebuchseiten, die wir finden können. Gut. Das muss ausreichen, um sein Rätsel zu lösen. Dann müssen wir jetzt nur noch Harlock finden. Los! Ich kann es kaum erwarten. Hi, Captain. Lass den Blödsinn. Ja.
So. Du hast nichts Neues zu sagen. Wie geht's unserem Freund da drin? Ah, das ist ja unsere Kajüte. Dann, müssen wir noch mal eins tiefer. Hast du noch irgendwas? Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Kannst du mich zu einem guten Dieb machen? Jip, jip. Okay. Haben wir das schon? Ich glaube noch nicht. Ich bin noch nicht gut genug. Hm. Wie sieht's denn eigentlich aus? Können wir denn irgendwas steigern? Wir könnten sogar theoretisch Gerissenreich schon mal steigern. Ja, wir haben es fast geschafft. Wir haben das Klingen fast auf 10. Von daher geben wir das erstmal noch ab. Hier, mehr Eier hat die Schwertküste nicht zu bieten. Hm, das ist doch gut. Gut gemacht. Die Gargoyles der Schwertküste sind erledigt. Gute Arbeit. Ich bin stolz auf dich. Die Schwertküste ist sauber. Hm, das höre ich gerne. Gut gemacht. Wieder eine Sorge weniger auf der langen Liste. Okay. Was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. Ja, die Hälfte haben wir jetzt erledigt. Mehr oder weniger. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt auf die Inquisitionsdings oder noch nie? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ja, ich denke schon. Dann machen wir das mit Garcia zum Schluss. Oder? Nee, warte, ich mache das zuerst, weil dann können wir nämlich vorher noch die Sache mit der Schatzinsel machen. Dann segeln wir noch hin und dann soll es aber auch für heute mal gewesen sein. Waren es wieder 3,5 Stunden. Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Ist ja nicht so einladend. Na gut, dann schauen wir uns das nächste Mal um. Patty darf direkt mitkommen. Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Hm. Am besten du fragst direkt mal die Jungs von der Inquisition. Die scheinen ja schon eine Weile hier zu sein. Garcia ist eine Sache. Aber wie finde ich seinen Schatz? Am besten du verschaffst dir erstmal einen Überblick und durchsuchst sein Schiff. Er ist Piratenkapitän, also hat er dort vielleicht irgendwelche Notizen. Sieh dich einfach mal um. Mach ich. Okay, danke. Komm mit. Kein Problem. So, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut und ciao, ciao.